Ja, hallo zusammen. Und zwar, es ging ja darum, in dem vorhergehenden Video hatte ich ja das mit dem Toilettenhocker erwähnt. Jetzt möchte ich nochmal kurz erklären, warum das so wichtig ist. Ja, also im Prinzip, das wäre ja die natürliche Haltung, wenn wir uns auf natürliche Weise entleeren würden, wie das früher auch in der Natur war. Ja, also wo man praktisch noch im Wald rumgerannt ist und im Wald sein Geschäft gemacht hat, also der Mensch jetzt. Ja. Genau, also so ist die optimale Haltung, 35 Grad. Und so wird der Darm nicht abgeknickt und man kann sich auch leichte Weise erleichtern. Ja? Hier habe ich nochmal ein anderes Bild gefunden zu dem Thema. Das ist eben verkehrte Sitzweise und so ist es eben richtig und man kann sich eben leichter erleichtern. Ja? Weil das Thema ist einfach mal so. Wer sich mit Hämorrhoiden und sowas auskennt, und damit schon mal Probleme hat, das kann natürlich auch durch die falsche, Sitzhaltung entstehen. Ja? In dem Moment, wo man so dolle drückt und remmelt und wie auch immer, kann das natürlich sein, dass die Hämorrhoiden sich nach außen kehren und was auch immer sich noch entzünden und das dann auch noch wehtut beim, ja, beim Stuhlgang. Ja? Also, das kann man eben in dem Fall auch vorbeugen, in dem Moment, wo man eben sich eben leichter erleichtern kann, wenn man eben so einen Sitz. Also so einen Toiletten, Hocker verwendet. Ja, dafür ist das eben sehr wichtig und die sind eben auch nicht teuer und wie gesagt bei den üblichen Händlern im Internet zu bestellen, also wie Amazon, eBay und so weiter, je nachdem, wo ihr einkauft. Oder könnt ihr natürlich auch so irgendwo erwerben. Ja, und das wollte ich nur nochmal gesagt haben, dass das eben sehr wichtig ist und wie gesagt, das bringt auch eine sehr, also eine extreme Erleichterung, wer da Probleme hat beim Toilettengang. Ja. Es gibt hier jetzt auch schon neuere Toiletten, also so öffentliche Toiletten, wo man unten bloß noch so ein Loch hat. Ja, vielleicht noch ein paar Griffe links und rechts. Ist natürlich auch eine sehr gute Sache. Ja. Genau, also das nochmal dazu, warum so ein Toilettenhocker eben wichtig ist. Da gibt es bestimmt noch andere Punkte, die ich jetzt vergessen habe anzusprechen. Aber wie gesagt, die richtige Haltung beim Toilettengang ist auch schon sehr wichtig, ja, um da nicht irgendwelche Darmprobleme zu kriegen. Und darauf baut ja alles auf, weil wie gesagt, im Darm sitzt der Tod. Wenn da irgendwas nicht richtig läuft, dann können dadurch alle möglichen Krankheiten entstehen bis zum Tod. Ja, wer nicht mehr auf den Pott kann, der weiß sicherlich, wovon ich rede und was ich damit meine. Alles klar, das nochmal dazu. Macht's gut, bis denne.